Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Create Life 4. Swissly hat sich schon verabschiedet für heute. Session war lang genug, aber ich wollte noch eine Sache machen. Und zwar brauchen wir Obsidian und wir brauchen Lava. Und ich habe gesehen, mal gucken, ja, es funktioniert. Die Magma-Blöcke. Bulk-Washing. Und es wird Obsidian draus. Wie cool ist das denn bitte? So schnell bin ich noch nie an Obsidian gekommen. Einfach mal einen ganzen Stack hinschmeißen. Tja, cool. Dann. Die Baumfarm steht im Moment, weil ihr seht, wir haben Rückstau. 64er Stacks ohne Ende hier. Ich habe das Voiding nicht aktiv. Dementsprechend jo, steht jetzt halt mal die Anlage, aber ist in Ordnung. Kann ich mit leben. So, wenn ich jetzt hier oben das Obsidian reinschmeiße, dann geht es durch die Crushing Wheels. Halt mir die Daumen, dass das funktioniert. Lehn mich mal zurück. Passiert. Doch, 15 Stück sind. Was? 16 Stück sind durch. Wow. Und wir haben Powdered Obsidian. Was ist das? So geht das nicht da rein. Weil das Obsidian hier drin ist. Da ist denn 17 nochmal oben rein. 16 Stück. Wir lassen das mal laufen. So. Der ist jetzt auf 1 geschaltet. Wenn ich das jetzt hier reinschmeißen würde, wird es einfach nur durchlaufen. Weil keine Lava da. Hier ist der Tank dazu. Die Pumpe ist angeschlossen. Was lernen wir daraus? Wir brauchen Lava. Lava könnte ich mir aus dem Nether holen. Einen Eimer habe ich noch. Den Eimer kann ich natürlich nicht. Nein, kann ich nicht da reinschmeißen. Kann ich auch nicht in den Tank schmeißen. Aber was ich kann. Es gibt einen Drain. Ein Drain. Und dafür brauche ich ein Copper Casing und Iron Bars. Moment mal, ich habe da gerade eine Idee. Joe hatte das so gemacht. Er hat aus dem Nether-Portal Eimer füllen lassen, hier rüber in die Overworld und dann über den Drain da rausgeholt. Lass mal gerade probieren. Sowas in der Richtung bauen. Ich brauche dafür einmal Iron Bars und ich brauche zwei Casings. So. Damit habe ich jetzt zwei Drains. Copper Pipes habe ich noch. Würde ich jetzt mal gerne ausprobieren, wenn das funktioniert. Wie weit müssen die Tore auseinanderstehen, dass sie einen separaten Eingang kriegen, die Nether-Portale. Frag von Freund. Also, Swissly braucht 1, 2, 3. Das heißt, ich kann hier jetzt nicht mehr nach rechts gehen, sonst kriege ich Mecker. Dann machen wir es doch. Nee. Ach so. Den so dran setzen. Ja, er connected. Lava-Eimer ist drauf. Ein Bucket. Er geht nicht rein. Es muss also eine Pumpe dazwischen. Schade. Das macht's komplizierter. Pumpe. Pumpe.
Dann hat mir das kann. Ja klar, ich habe mein Inventar leer gemacht. Moment. So, da bin ich wieder. 4, 8 in 12, haut hin. Feuerzeug ist auch da. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. Aber bevor ich das tue, Öfen. Kelp. Da brauche ich nämlich noch was von. Bin nämlich out of barrels. Ich habe keine. Ja. Sollte jetzt aber reichen. Jetzt an alles gedacht. Ich weiß es nicht mehr. Aue. So. Hier hinten angekommen. Ich habe jetzt den Item Drain. Ich habe den Tank. Ich habe die Pumpe, die das vom Drain nach oben zieht und vom Tank in den Spout. Soweit, so klar. Jetzt, wenn ich den hier anschließe, dann dreht er sich. Und meine Theorie ist jetzt, wenn ich jetzt hier. Ein kleines Portal hinmache. So doch schon reichen, oder? Für die Optik. Denn tja, Tage vergehen, Monate ziehen ins Land, die Jahreszeiten ziehen an einem vorbei. Ach, doch schon fertig. Noch eine Waffe. Kurzkontrolle, goldene Boots habe ich noch an, für den Fall, dass ich mal wieder auf Piglins treffe. So, also. Ja, reicht. Es ist winzig, aber es reicht. Und ich komme an der fast gleichen Stelle raus. Oh, das sind die Schafe, die uns laufen gegangen sind. Auch nicht schlecht. So, machen wir mal ein bisschen Licht. Hier haben wir den Durchgang gemacht. Mal vorsichtig nach unten gucken. Okay. Das heißt aber auch, wir sind sogar hier oben schon überm Lavasee. Das ist gut. Heißt also, wenn hier das Portal ist. Ich sag mal, hier würde ich mir vorsichtig einen Weg nach unten graben. Das war einer daneben. Ja, das ist einer daneben. Noch einer zu tief. Wie geht das denn hier runter? Wieso geht das nicht? Wo ist der Boden? Wo ist Ende? Muss ich jetzt tatsächlich hier eine Kurve ziehen, weil ich kann nicht so weit nach hinten. Dann ziehen wir hier eine Kurve. Machen uns hier noch eine Fackel hin. Ich mag die Geräusche hier nicht. Ich mag sie einfach nicht. Muss. Bleib weg. Bleib einfach weg. Genau. Tief denn noch?
Sonst hast du direkt ein tiefes Loch, wo du Angst hast, runterzufallen. Und jetzt brauche ich mal eins. Wieder falsch angesetzt. Oh, Mann. Fünfundvierzig Grad Winkel kann doch nicht so schwer sein. Mal gucken, wie weit bin ich? Hier tropft Lava durch. Bin ich jetzt schon so tief, dass ich unterhalb von dem Lavasee bin? Schau mal vorsichtig hier durch. Nö. Bin oberhalb von dem Lavasee. Das ist gut. Wieder zu. Aber darunter, darüber müsste ich doch jetzt hier bald durchkommen. Sehr gut. Heißt aber auch, ich müsste jetzt hier irgendwo mal, da tropft die Lava durch. Keine Lava. Wie komme ich jetzt am dümmsten ganz nach oben? Indem ich mich mit Sand hochbaue, dann kann ich den mit der Schaufel wegmachen, dann weiß ich ungefähr, wo ich rauskomme. Es sei denn, ich treffe dann auf Lava, dann bin ich halt im Eimer. Also vorsichtig. Da wäre ich oben angekommen. Ist Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Den Sand mal eben wegmachen. Vorsichtig. So, und wenn ich den jetzt wegmache, dann geht's nach unten bis zum Lavasee. Hat Feuer gefunden. Gut. Also nicht gut, aber egal. Hier würde ich dann meine Konstruktion aufbauen. Und hier müsste ich das Zeug rüberholen. Heißt also, hier muss es drauf. So. Setze ich mal hier den Tank hin. Gut. Nicht ins Loch fallen, nicht in das Loch fallen, nicht in das Loch fallen. Tank. Wieso ist da oben eigentlich die Decke offen? Sehe ich ja jetzt erst. Kann ja alles Mögliche mir entgegenkommen. Du bleibst da, wo du bist. Komm. Zu.
So, damit sollten wir hier jetzt erstmal Ruhe haben, dass da keiner mehr durchkommt. Feuer wieder aus. Unsere Bohrmaschine hat ja einen guten Job geleistet. Ja, du mich auch, Gast. So, Türe zu. Hier auch nichts mehr durch. Hoffe ich. So, ein bisschen ausleuchten. Mag keine Überraschung. Hey, da hinten ist er ja. Aha. Ey! Lass das. Nachher haben wir hier noch irgendein Loch und da fällt einer runter. Das muss doch nicht sein. Also. Hier ist das gefährliche Loch. Gast. Hier kommt jetzt meine Anlage hin. Ich sag mal bis hier. So. Was ist das? Und bis da. Dann gehen wir jetzt mal durchs Portal durch. Na, natürlich komme ich hier raus. Muss ich das hier vielleicht wegmachen? Aber, was ich jetzt erstmal brauche, Wasserräder geht ja schlecht. Wobei, es würde mit Lava gehen, aber Lava habe ich jetzt halt noch keine. Platz im Inventar. So. Rope Pulli ist falsch. Ich brauche einen Horse Pulli. Nämlich den da. Und dafür brauche ich einen Dried Kelp Block. Kein Problem, haben wir. So, blub. Horse Pulli. Ich habe den Handcrank. Dann brauche ich Sails. Also Segel. Ich brauche Wolle. Ich brauche Stöckchen und Holz. So. Stöckchen. 47 sollten reichen. Holz sollte auch reichen. So. Und wir brauchen ein Windmill Bearing. Schon wieder stellen. Ach ja, da war wieder die Sache mit dem Live mal irgendeinen in schön. Damit du auch weißt, dass es diese Blöcke gibt. So. Smooth. Polished. Polished. Blub. Nein. Damit. So. Damit habe ich das Windmill Bearing. Sales. Healing. Ich habe das andere nicht vergessen. So, jetzt bleibe ich direkt hier stehen, bis ich alles habe.
Wie viel denn jetzt? Wird schon irgendwie funktionieren. Ich nehme jetzt noch eine Art von Block mit. Heute mal Cobblestone. Gehen wir wieder durch das Portal. Was ich gleich noch ausprobieren muss, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, oder ob das Fließband, ob ich auf der einen Seite vom Portal anklicken muss und dann auf der anderen Seite. Das weiß ich noch nicht. Also, wir brauchen den hier. Der wird angetrieben, runtergelassen. Oh nein, geh weg. Und so, der wird. Brauche ich dahinter noch eine Pumpe, frage ich mich gerade. Brauche ich dahinter eine Pumpe, sollte ich sie sicherheitshalber setzen. Und den Pulli drehen. Ich habe den vorhin schon so gesetzt, ne? So. Also, theoretisch, wenn das Ding eine Pumpe wäre, kann ich ja so mal gucken. Und jetzt das Windmill Bearing. Nur gegen die Pumpe wäre doof, weil dann ist das Band nicht angetrieben, ne? Oh, oh, oh. Gearboxen dabei. Eh keine. Falscher Knopf. Ihr solltet die Sortierfunktion hier nur darüber machen. Ich habe die Gearboxen dabei, da sehe ich sie gerade. Halt die Klappe. So, also. Gearboxen müsste ich dann mal direkt so. Einmal so und einmal so. Damit sind sie jetzt verbunden, glaube ich. Testen wir es doch kurz. Ja. Und er senkt sich schon. Sehr gut. Dann, wenn ich jetzt das Windmill Bearing hier drauf setze. Dann könnte ich hier über die Fläche irgendwas nach oben machen. Nehmen wir ruhig den Cobblestone. Nein, ich glaube, die Decke sollte ich nicht berühren, ne? Ach, muss doch. Reicht. Eins. Kriege ich die da jetzt seitwärts angesetzt? So. 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 Das Loch ist jetzt blockiert. Da sollte ich jetzt erstmal nicht reinfallen können, ne? Jetzt nach oben. Nach oben. Und nach oben. Ja, ist okay. Das ist doof. Und nach oben. Weil eigentlich sollte es ja egal sein, wenn er da hinten durch die Wand geht. Es wird eh zur Entity, sobald ich das Ding starte.
Ja, nach unten würde auch noch gehen. Habe ich genug? Hier. So. So. Und so. Weil das sieht doof aus. Egal. Jetzt. Klicken wir mal mit der leeren Hand drauf. A minimum of 8 are required. Ich habe doch 8. Zählen die denn hier nicht? Oder zeigen die falsche Richtung? Nicht egal. Versuchen wir es nochmal. Unable to assemble. Null. Das heißt, er hat kein einziges von denen erkannt. Das denn? Funktioniert das? Nein. Minimum of 8 are required. Ach, Moment, ich habe eine Idee, was es sein könnte. Das Bearing steht falsch rum. Das Bearing stand falsch rum. So, jetzt den nochmal weg. Heften wir hier mal 1, 2. Sechs. Ja, er hat's erkannt. 7. Ist mir wirklich die Wand im Weg, aber ist mir jetzt egal. Und schon dreht es sich. Langsam, aber es dreht sich. Habe ich jetzt mehr erwartet? Maybe. So. Aber damit wird der jetzt abgesenkt. Bis halt unten zur Lava. Kannst mir erzählen, was du willst. Da muss eine Pumpe dazwischen, sonst pumpt er das nicht ab. Da glaube ich nicht dran, dass der das so macht. Und bevor ich da jetzt noch lange warte, Pumpe dazwischen. Braucht den Ausgang zur Seite. Moment bitte. Das stört mich gerade, dass ich hier mal weggeschoben werde. So, also. Ich muss die Pumpe antreiben, aber gleichzeitig auch ein Stück zur Seite kriegen. Wenn ich den jetzt ab... Moment, wenn ich das beides nach unten setze. So. Da jetzt das Ding dazwischen. Dann den
Großpulli. So rum war sogar richtig, mal auf Anhieb. Dann hier die Pumpe dazwischen. Auf richtig rum, bitte. Danach brauche ich ein Zahnrad, was nach hier vorne guckt. Also so. Und die Fackel im Weg. Aber das kann man ja zum Glück ändern. Und ich brauche jetzt noch ein kleines Zahnrad. So. Zahnrad ist dran. Damit würde die Pumpe auch laufen. Wenn ich den jetzt anklicke. Meine Frage ist jetzt nur, geht der rauf oder runter? Er geht in die falsche Richtung. Ist aber nicht so schlimm. Sieht eh katastrophal. Naja, gut, katastrophal ist was anderes. Aber den dazwischen. Und die Pumpe zeigt jetzt in die falsche Richtung. Das kann ich ja ändern. Wie viel Segel habe ich noch? Eins. Moment mal, ich hätte doch auch die Drehrichtung ändern können. Dann hätte ich mir das eine erspart. Ach, egal. Ist egal. So. Dreh dich schneller. Dankeschön. Kopf. Und hepp. Und hepp. So, der treibt das jetzt an. Dann kann ich jetzt noch im Abschluss. Wir müssen ja später den nach da laufen lassen, Richtung Portal. Den. Und damit fährt das Zeug ins Portal. Da ich mir aber nicht sicher bin, ob das auch durchs Portal durchgeht. Oh, 32 Minuten. Schauen wir dann mal in der nächsten Folge. Oder? Nee, komm, machen wir es eben so. Ich mache den hier weg. Ich sage, den da drauf. Hoffe, dass ich jetzt durchs richtige Portal komme. Aber ich denke, ich muss bis... Ich bin durchs falsche. Und ein Pick. Was willst du denn hier? Geh mir nicht auf den Nerv. So. Gucken, ob der jetzt noch da ist oder nicht. Wir werden es jetzt gleich sehen. Hier angekommen. Den einmal weg. So, das Portal ist sogar einen höher. Nein. Nein, es geht nicht. Gut, hätten wir das auch geklärt. Heißt also, wir bleiben auf der Ebene und gehen halt bis zum Portal. Und auf der anderen Seite sollte es dann rausfallen. Ich denke, ich werde hier noch einen Speed-Controller dazwischen packen müssen. Aber er dreht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Der Schlauch wandert nach unten. Es sind halt nur ein paar Blocks. Ja. Was? Wie ist denn der hier reingekommen? Och, komm jetzt. Sag bloß, da hinten ist noch diese eine Öffnung von vorhin. So, jetzt ist zu. Ah, hat der mir die ganze Scheiße weggerotzt. Wird irre. Kann doch wohl nicht wahr sein. Was für eine Unverschämtheit. Da will man einfach mal was Schönes bauen. Nein, da kommt so ein Gas daher und spuckt einem in die Suppe. Mann. So, jetzt aber. Empty. Tschüss. Och, komm jetzt. Wirklich.
Hab doch noch nichts gegessen. Hör auf. Ich sagte, hör auf. Lass mich in Ruhe. Sonst ignoriere ich dich. Mann. Und du da oben. Du gehörst ja gar nicht hin. So. Amateure hier. Ich wollte noch eine Sache holen. Und das sind nicht hier, sondern davon ein. Einmal Speed Controller, bitte. Dankeschön. Cogwheel haben wir auch dazu. Das passt. Und der letzte Step. Gucken, dass das Band. Eigentlich von. Von dem hier. Von da nach da geht. Das heißt, es kommt, wenn das klappt, die Glasflaschen da durch. Hier drauf werden hier leer gemacht. Und den Rest versuchen wir beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Kommentar und den Daumen da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.